FM1 Kickoff. Jeff Saibene, wir wissen, Sie hören es nicht wahnsinnig gern und wir müssen aufpassen, dass nicht so Floskeln verkommt. Aber der Samstag, Neuchâtel Xamax, ist das Spiel der Spiele von dieser Saison für den FC St. Gallen. Ja, Spiel das Spiel. Ich sage, was nützt es uns, wenn wir den Match jetzt am Sonntag gewinnen und wir verlieren die nächsten 9? Und dann das Gegenteil ist auch, wenn wir am Sonntag verlieren und wir gewinnen nachher nicht die nächsten. Also, es ist ein wichtiger Match. Aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt ein entscheidender Match ist. Ich glaube, das Wichtige ist, weiß jeder. Fertig, das ist es auch schon. Wie wichtig war das 1-1 gegen Luzern, das letzte reguläre Spiel? Ja, das war sehr wichtig. Dass wir haben doch gezeigt, dass wir gegen eine Mannschaft, die gut klassiert ist, auch auswärts können punkten können. Dass sogar mehr drin gelegen ist, hat man auch gesehen. Von dem her ist sicher für die Moral sehr wichtig. Kleiner Rückblick vor der Winterpause, dort waren Sie noch nicht dabei gewesen. Das war eines der trostlosesten Spiele so wie vom FC St. Gallen in dieser Saison. 0-2 Heimniederlage, genau gegen den Neuchâtel Xamax. Wie sehr ist die Niederlage noch präsent in den Köpfen der Spieler? Ich glaube gar nicht. Es hat sich vieles geändert jetzt. Ich glaube, es ist ein neuer Trainer da. Wir haben jetzt 4 Punkte geholt aus 2 Spielen. Also da wird jetzt absolut niemand mehr an diesen Match denken. Es ist eine ganz neue Situation, ein neuer Match am Sonntag und nichts mehr mit dem zu tun, was vor der Winterpause war. Wenn man noch kurz die Tabellen anschaut, sehen wir Keller-Duell, der Letzte gegen den Zweitletzten. Die sind beide Ligaspitzen oder unter der Ligaspitze und zwar im Goal überkommen. Wenn man auf die andere Seite schaut, sehen wir St. Gallen abgeschlagen, 22 Treffer. Wer soll Goal machen? Letztes Mal hat sogar ein Verteidiger müssen richten. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass nicht nur die Stürmer müssen Goal machen. Wir haben jetzt in den letzten 2 Spielen 2 Goal gemacht. Wir haben Nummer 1 überkommen. Ich glaube, das ist positiv. Von dem her, wenn wir die Bilanz können haben, dass wir wenig Goal überkommen und immer eins können schiessen, dann ist das gar nicht so schlecht. Dass wir jetzt nie werden 5-6-0 gewinnen, ich glaube, das liegt auf der Hand. Wir sind jetzt nicht die Mannschaft, die da so viel Goal wird schiessen. Aber wir müssen schauen, dass wir wenig überkommen und immer 1-2 können schiessen, dann ist das nicht schlecht. Jeff Saibene, Sie sind jetzt seit 4 Spielen St. Gallen nach einer, sagen wir mal, turbulenten Übergangsphase, wo kurz ein bisschen Unklarheit darüber geherrscht hat, wie es jetzt weitergeht. Wir haben St. Gallen in Trainerfragen. Was ist Ihre persönliche Bilanz nach diesen 4 Spielen? Also jetzt kommt der erste Viertelmatch, ich habe jetzt 3 gehabt, aber für mich ist es eigentlich positiv. Der erste Match gegen IB war schwierig gewesen, ist auch ziemlich schnell gegangen. Ich bin am Dienstag gekommen, am Wochenende schon der erste Match gewesen. Aber jetzt, die letzten 2 Spiele, gibt mir und der Mannschaft viel Selbstvertrauen für die Zukunft. Wir haben 4 Punkte geholt, wir haben einen positiven Auftritt gehabt, viele Goalchancen rausgespielt, auch wenige Goal bekommen. Alles so Zeichen, wo wir zeigen, dass es aufwärts geht. Und die Mannschaft ist sehr positiv, ist sehr willig auch im Training, es ist eine sehr gute Stimmung und das ist alles sehr positiv und das müssen wir jetzt umsetzen am Sonntag auf dem Platz. FM1 Kickoff.